Willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns. Das zweite Level. Kommen wir jetzt dazu. King of Kling. Play Inventory. Da kann man noch sich aufrüsten, ne? Aber ich habe gar nichts. Im Moment. Aber schön, dass man es dann erst zur Auswahl kriegt, wenn man das Level angeklickt hat. Dann kann man es auch nicht unbedingt vergessen. Irgendwann später mal. Wenn wir irgendwas zum Aufrüsten haben. Kann es sein, dass die Maus doch im Bild ist? Sieht man die? Ich hoffe, die Maus sieht man nicht bei mir. Jetzt unten rechts in der Ecke. Werde ich dann gleich sehen. Sollte eigentlich nicht sein. So. Wir sind wieder, oder beziehungsweise immer noch im Dschungel, klar. Die Musik kennen wir natürlich auch. Ich bin sehr froh, dass sie die alten Stücke genommen haben und geremixed haben. Das gibt einem schönes Feeling. Ah, noch eine neue Fähigkeit, geil. Da muss ich mit dem Nunchuck hinten auf die Schultertaste klicken. Also auf die hintere Taste, wo eigentlich das Z ist. Ich weiß nicht, ob das hier auch Z heißt. Das heißt, doch, da steht Z drauf. Moment, da will ich kurz gucken, wie es heißt auf der Wii-Mode. Auf der Wii-Mode, da steht gar kein Buchstabe drauf. Gut, dann wäre das sonst das zweite Z wahrscheinlich gewesen. Gut, gehen wir mal weiter. Ich habe lange nicht mehr Wii gespielt. Ich habe immer Skyward Sword gespielt seit 2011, aber hatte dann nie Bock, es weiterzuspielen, weil es nicht so mein Fall ist. Dabei bin ich ein großer Zelda-Fan. Von den 3D-Teilen vor allem. Aber Skyward Sword, damit werde ich nicht warm. So. Bin gespannt, wie der auf Wii U wird, der Teil. Da sah er schon ein bisschen besser aus mit Epona und so. Aber ich will ja jetzt nicht irgendwie spoilern. Ich habe auch nur ein, zwei Trailer gesehen. Einen eigentlich. Und das war kein Trailer, das war nur so eine Vorschau. Zack. So, böse Pflanzen. Wie sie mir ins Gesicht kriegen, also in die Kamera. Das ist so schön designt, das muss man ja schon sagen. Das gefällt mir wunderbar. Also der Schwierigkeitsgrad stimmt für mich total. Und dann noch das Aussehen. Das passt einfach alles. Ja, das war nicht so schwer zu erraten. Gut. Und den wollen wir auch noch weg. Bisher nicht so spektakulär das Level. Mal sehen, ob es irgendwann Rambi zu sehen gibt. Ich liebe Rambi, ich bin ein großer Rambi-Fan. Zack. Aber wer ist das nicht? Überall gibt es diese Puzzleteile versteckt. Schnell. Gut. Seht euch das an, wie es mal aussieht, wie er sich da festhält. Da muss man auch Z für drücken, sonst macht er das nicht. Ich drück mal jetzt nicht Z. Ja gut, dann hält er sich eh nicht fest. Wieso wollte ich das demonstrieren? Damit man auch mal sieht, wie man stirbt. Ich habe ja jetzt nicht mal mehr Diddy. Ich habe nicht mal mehr einen Checkpoint erreicht. Jetzt frage ich mich noch, ob ich die Puzzleteile nochmal einsammeln muss. Das wäre schade. Das kann ich mir jetzt... Buchstaben auf jeden Fall, das ist klar. Aber die Buchstaben sind ja ein neues Element in diesem Spiel. Und? Aha, gut, die muss ich nicht nochmal einsammeln. Sehr schön. Nie wieder muss ich da sowas holen. Es gibt nämlich später einige fiese Puzzleteile. Da wäre ich echt betrübt, wenn ich nur, weil ich mal kurz gestorben bin, die nochmal holen müsste. Echt ein paar fiese Stellen noch, dieses Spiel auf Lager. Und ein paar richtig geile Ideen. Ich freue mich jetzt schon so drauf, obwohl ich gerade erst angefangen habe. Naja, ich freue mich quasi schon seit 5 Jahren auf dieses Spiel. Seitdem ich es ohne Aufnahme gespielt habe. Das war doch vor meiner EPA-Karriere, um es mal so zu nennen. Wann kam das Spiel raus? Irgendwann 2010, das haben wir schon gesehen. Ich weiß aber nicht mehr genau wann. Ich glaube sogar ganz am Anfang im Januar. Oder war das New Super Mario Bros. Wii? Die beiden verwechseln sich manchmal so ein bisschen. Das sind so ziemlich die einzigen Spiele, die ich auf der Wii auch wirklich spiele. Gerne. Twilight Princess bin ich eher Gamecube-Freund. Das gab es ja auf beiden Konsolen. Auf der Wii eigentlich nur geportet. Wie er dagegen schlägt. So genial. Und New Super Mario Bros. Wii habe ich ja auch schon Let's Played. Muss ich echt auf der Brücke? Da traue ich mich aber nicht. Ach, der will, dass ich mich roll. Nach rechts hat er gesagt, drücken. Meinetwegen. Soll ich das machen?
Gibt es hier rechts noch was? Ich glaube, hier geht's weiter, aber hinten gibt es noch irgendwas zu holen. Ein Buchstabe mindestens. Hinterm Wasserfall auch vielleicht. Ich will noch nicht zurück. Hier geht's garantiert zurück. Möchte das noch holen? Wett! Welches führt denn jetzt zurück? Nein, ich will... Jetzt komme ich nicht mehr hier hin. Was ist das denn? Ich wusste jetzt nicht, ob das obere mich zurückschießt oder das. Naja. Vielleicht sterbe ich ja nochmal. Ansonsten, wie gesagt, ich werde nochmal wahrscheinlich einen zweiten Durchlauf machen, wo ich alles einsammle. Ist zwar eigentlich dann doppelt gespielt, aber ich würde es jetzt gerne einfach mal ohne Stress so spielen. Oh, hat er mich erwischt, aber macht nichts. Immerhin bin ich nicht runtergeflogen. Schon wieder ein Checkpoint, der war doch gerade erst. Naja, es ist das zweite Level. Haben sie noch sehr einfach gehalten. So, durch dieses Fass wird jetzt mein Herz wieder aufgefüllt. Ey, ich habe dich getroffen. ich möchte gerne pusten. Bin ich so der Puster. Pustkönig. Aber hier ist es vonnöten. Das brauche ich nicht. Diesen Kletter-Action. Ist eigentlich ziemlich einfach und macht irgendwie Laune. Das ist irgendwie das einzige Spiel, wo Klettern wirklich Spaß macht. Bei Zelda ist es ja immer so eine Qual. Wobei das ja in dem Wii-Teil dann auch, also in Skyward Sword meine ich jetzt, auch verbessert wurde, weil man da so hüpfen kann beim Klettern. Aber trotzdem irgendwie eine langweilige Komponente in Zelda. Stimmt. Ja, damit. Frag mich, wie der Wii U Teil geworden ist. Den muss ich unbedingt mal spielen. Wenn ich irgendwann mal... Gibt es schon für Emulator Wii U? Geht es auch im Dolphin? Muss ich mal probieren. Aber erstmal nach diesem Teil. Danach kümmere ich mich dann darum. So. Oh, was? Wo bin ich? Hä? Gibt es hier noch irgendwie einen Produkt? Ah, ein Buchstabe. Wurst ist da. So, hier muss man das taktisch angehen. Oder einfach schnell. einfach durchwaschen. So. Ärztchen. Ja. Wisst ihr, worauf ich mich gerade besonders freue? Auf die Loren-Level. Ich liebe Loren-Level. Vor allem die Musik, die ist so genial. Also dieses eine bestimmte Lied. Living in the Mines oder so heißt es. Das gibt es hier nämlich auch nochmal geremixed. Und es gibt auch ein neues Lied, das finde ich auch mega genial. Das werden wir dann noch sehen. Es gibt da nochmal eine neue Mechanik im Spiel. Auf die freue ich mich auch ganz besonders. Ach, diese Vorfreude, die ist schlimm gerade. Weil ich dieses Spiel halt schon kenne. Das ist halt der Unterschied zu einem Blind-LP, wie ich sie auch viel spiele. Ah, der Wasserfall rauscht. Nicht mein PC, der ist jetzt ganz ruhig. Beim Blind-LP weiß man ja gar nicht, was auf einem zukommt. Dafür ist man dann mehr überrascht meistens. Aber hier hat man diese Vorfreude, wenn man es lange nicht mehr gespielt hat. Das ist schön. Man kann ein bisschen besser planen dann. Was sind das eigentlich für Viecher? Sind das Lebewesen? Es gab ja auch diese Reifen, diese drehenden Dinger bei Donkey Kong Country 1, die einen getötet haben. Das waren ja auch keine Lebewesen. Räder waren das irgendwie so, ne? Ja. Habe ich eigentlich alles geholt? Ich glaube nicht. Wie soll ich jetzt bitte schon abschätzen, wann ich schießen muss? Guckt mal, wie sie rausgucken aus dem Fass. Die haben Angst. Okay, schon wieder nach der Münze, okay. Ich drücke also, sobald die Münze zu sehen ist. Na gut, dann muss ich ein Stück früher noch drücken. Drücken, ne? Den Sieg triggern. Und mir fehlen zwei Puzzleteile. Naja, irgendwann mal. Gucken wir uns noch das nächste Level an. Ab in den Dschungel! Aber nicht ins Dschungelcamp, bitte. Ah, es gibt zwei Möglichkeiten. Quankys Kong Shop. Ich hab's auf Englisch stehen, ne? Muss ich irgendwie umstellen. It's about time you visited your frail old grandpa. Give me some of those shiny banana coins and you can pick through my old things. Gehen wir davon aus, dass ihr Englisch könnt. Ich kann's nicht. Ach was. So, ich kann mir Leben kaufen, das ist cool. Und Map Key. Ein verborgenen Pfad. Gut, das will ich irgendwann. Ich kann es mir sogar kaufen.
Dann gibt's noch Squawks. Den gab's auch in allen drei Teilen davor schon. Nur da als richtigen Partner, nicht als Puzzleteilsucher. Der sucht mir nämlich Puzzleteile, die ich nicht finden kann. Der gibt dann laut, wenn ich da in der Nähe eines Puzzleteils bin. Den exakten Fund dort muss ich aber selbst finden. Den werde ich später dann im zweiten Durchlauf wahrscheinlich holen. Ein extra Herzcontainer, aber das ist leider nur für einen Versuch. Also leider nicht permanent, deswegen kostet er auch nur 10 Münzen. Bananensaft, der ist genial. Der macht dann unverwundbar für einige Zeit. Ich glaube, da hat man 20 Herzen quasi. Den werde ich später eventuell noch brauchen, aber jetzt erstmal noch nicht. Ich kaufe mir das jetzt, damit ich diesen 5 Morgen Fahrt habe. Ich weiß gar nicht, ist es ein extra Level, das dann kommt? Bin ich nicht sicher. Gucken wir mal. Es kostet nur diese Bananenmünzen. Und die brauche ich nicht unbedingt im Moment. Ja, gut, dann habe ich ihn schon. Raus hier. Mal gucken, ob ich das noch irgendwie auf Deutsch umstellen kann. Ich frage mich, warum das Englisch ist. So, das scheint ein extra Level zu sein. Da komme ich dann aber auch erst beim nächsten Mal hin. Wo kann ich eigentlich speichern? Hoffentlich nach diesem Level. Bei Quanky Nash. Ich sehe hier irgendwie keine Candys Bude. Wo ist Candys Bude? Moment mal. Kann ich vielleicht so speichern? Add Drop Player, Level Samari. Options Quit Game. Und was macht das? Ist dasselbe. Das hier bringt mir überhaupt nichts. Okay, ich kann im Moment noch nicht speichern. Dann spielen wir doch mal weiter. Tree Top Bob. Bob. Ja, mal sehen, wie die auf Deutsch heißen dann. Lauf, lauf, lauf. Immer noch im Dschungel, natürlich. Jetzt spackt der Sound gerade ein bisschen rum. Aber jetzt läuft's wieder. Nein! Irgendwie spackt der Sound. Ich glaube, dann muss ich das mal neu starten. Oder das ist ein extra Soundeffekt in dieser Höhle oder was das ist. Höhle im Dschungel. Au. Boah, ein Riesentiki. Ich glaube, das ist der erste Tiki, oder? Oder einer der ersten. Der erste große auf jeden Fall. Ich glaube, im ersten Level gab es auch nochmal so einen kleinen, den ich da besiegen konnte. Ja. Ja gut, ich glaube nicht, dass das soundtechnisch so normal ist. Deswegen mache ich jetzt erstmal kurz Stopp. Bis gleich. Okay, jetzt läuft das wieder. Und ich habe nebenbei mal kurz auf Deutsch umgestellt. Das heißt, wenn wir gleich draußen sind, sehen wir auch die deutschen Namen der Level. Jetzt habe ich übrigens rausgefunden, wie man speichern kann. Anscheinend gar nicht, das speichert nämlich alles von selber. Hab da nämlich gerade einmal abgebrochen, alles. Und trotzdem war ich dann noch hier direkt vorm Level. Das ist doch schön, ne? Ich glaube ja nicht, dass ich durch Quanky irgendwie speichern konnte. Hätte man doch irgendwie gesehen sonst. Aber ich muss da oben drauf scheinbar. Diese Musik. Kann sein, dass es ein bisschen lauter ist. Naja. Gucken, ob ich es später noch irgendwie korrigiere, falls es zu laut ist. Zack. Komm, die Bananen kommen mir entgegen. Das ist so. Oh, der war gefährlich. Macht aber nichts, denn hier ist direkt wieder ein Herz. Die wissen genau, wenn sie unfair sind, dann müssen sie auch. Die fette Hitbox. Wenn sie auch ein bisschen da was Schönes hinlegen. Damit man die Lust nicht verliert. Ist das ein Totenkopf auf dem Fass? Warum? Weil es gleich von selbst kaputt geht. Ja, man kann es nie wieder nutzen. Ergibt alles Sinn. Komm jetzt, Rambi. Wo ist Rambi? Wir endlich Rambi haben. Übrigens, bei der Puzzleteilsuche bin ich gerade nicht so erfolgreich, aber man muss echt sehr aufpassen bei den Puzzleteilen und alles Mögliche in Betracht ziehen. Alles kaputt pusten. Ich glaube, der will die Fliege da fangen, kann es sein. Deswegen springt er so.
cool, dass die sowas mit einziehen. Boah, das macht einen kleinen Sprung, aber es hat ja gereicht. Gut, gehen wir hier runter. Ach, hier geht's gar nicht rein. Das sah mir irgendwie so aus gerade. Na ja, egal. Wie kann ich ihn denn sonst... Wie kann ich den kaputt machen? Ich kann ja nicht wie Mario mit einem Waschbärschwanz da hochspringen. Oh, das ist fies. Jetzt aber. Den kann ich auch einfach mal treffen lassen. Und endlich mal einen Speicherpunkt. Höchste Zeit. Nix drin, geil. So, jetzt Rambi-Time. Jo! Der kann mal abspringen, gut. Ich will nicht abspringen, kein Z drücken. Einfach nur V-Mode schütteln und dann ist er schon schnell genug. Er kann auch auf Boden. Alter, wie geil ist das? Ui, ich liebe es. Kann ich mit dem auch auf Stacheln laufen? Ich glaube, ich kann es sogar. Ich muss es aber mal ausprobieren. Ah, wie geil ist das? Ah, er kann alles wegfetzen. Ja, Rambi. Du bist so genial. Man kann sogar eine Sekunde, eine halbe Sekunde fliegen, obwohl er so schwer ist. Komm, hau ihn weg. Hier gibt es leider keine Bienen mehr, oder? Wie in den ersten drei Teilen. Das waren eigentlich meine Lieblingsgegner. Zack. Einfach draufspringen. Die können mir alle nichts mehr. Kriege ich das noch? Wenn ich ein bisschen Geduld habe, dann kriege ich es. Ah, war Rambi so overpowered? Nein! Nein! Er haut ab! Dieser scheiß Flammentyp. Wegen dummem Feuer habe ich jetzt meinen Freund verloren. Aber den hätte ich eh nicht mit aus dem Level mitnehmen können, glaube ich. Normalerweise geht das nicht. Nach dem Level wäre dann eh Schluss gewesen. Aber die Stacheln, da kann ich jetzt nicht wegmachen. Da ist bestimmt noch ein Puzzleteil drin. Man sieht ja, da unten geht's weiter. Wer nicht ganz blind ist, sieht das. So. Mist. Dankeschön. Das Leben will ich mir nicht entgehen lassen. Ich weiß nicht, ob ich später noch Leben brauche. Jetzt habe ich Diddy verloren. Das ist auch cool. Jetzt ist es ganz anderes Feeling, wenn man einfach so schnell runterspringt. Runterfällt, wenn man gesprungen ist. Diese dumme Schwerkraft, ne? Ach, da ist schon das Ziel. Gut. Mal gucken, ob noch irgendwie Wrinkly Kong oder Candy oder sowas noch kommt. Oder nur Cranky da ist. Schon wieder, ist immer dieselbe Reihenfolge, nach der gelben Münze. Das ist so schnell. Ah, ist wieder die Bananen, immer wieder. Ich muss echt einen Ticken früher als nur eins früher drücken. Nur ein Puzzleteil, okay, ich werde schlechter, man sieht es. Das wird eine lange Suche, bei dem Anschluss. Okay, mal gucken. Jetzt kann ich zu dem geheimen Level gehen. Ich glaube, das war das Geheime, genau. Aber man muss das ja nicht machen, man kann auch direkt weiter. Das Level hieß übrigens Wipfelboogie, das zweite Kletterkönig und das erste Dschungelfieber. Dschungelfieber hieß, glaube ich, auch das erste Level bei Donkey Kong Country, den ersten Teil. Das ist echt witzig und schön gemacht. Von den Retro-Studios, die früher mal Rare waren. Jetzt bei Nintendo sind. Gut, hier geht's dann weiter beim nächsten Video. Bis dahin, mein Name ist Sam und tschüss.